einfach Meister. Hi, ich bin Katharina und wir sind hier gerade mitten im Katharinental in Hennef. Hier gibt es eigentlich nichts außer vielen Bäumen und Eckes Granini. Die bilden hier Leute zum Fruchtsafttechniker aus. Und was sich hinter diesem Zungenbrecher verbirgt, gucken wir uns heute mal an. Hygiene ist oberstes Gebot. Ohne Kittel und Haube darf ich deswegen gar nicht erst in die Produktion. Als Fruchtsafttechniker macht man vor allem eins: Saft zusammenmischen. Dazu verbinden wir Tanks voller Wasser und Saftkonzentrat mit einem leeren Tank. Dann noch die richtigen Mengen einstellen und schon können die Pumpen loslegen. Wenn das Restwasser aus der Leitung abgeflossen ist, sieht es dann irgendwann so aus. Noch schnell das Rührwerk einstellen und schon mischt sich unser O-Saft zusammen. Wenn der Saft fertig ist, heißt es, Proben nehmen. Damit alles sauber bleibt, gehen die ersten beiden Becher in den Eimer, den dritten nehmen wir mit in die Sensorik. Denn alles, was produziert wird, muss auch probiert werden. Im Laufe des Tages kommt dabei einiges zusammen. Und es ist ein bisschen wie beim Wein. Erstmal riechen, gucken und dann probieren. Und? Was angehende Fruchtsafttechniker mitbringen sollten, hat mir die Auszubildende Jana Jeremies erklärt. Das Wichtigste ist einfach die Interesse und dass man vielleicht auch gut mit anpacken kann, ja, dass man gerne in Bewegung ist und an schulischen Voraussetzungen vielleicht etwas in Naturwissenschaft. Die werden nämlich im Labor nützlich. Mit verschiedenen Geräten prüfen wir, ob unser Saft denn auch chemisch einwandfrei ist. Hier messen wir zum Beispiel den Säuregehalt. Und zum Glück alles im Rahmen. Zum Schluss will ich noch wissen, warum man Fruchtsafttechniker werden sollte. Ja, Fruchtsafttechniker ist halt sehr vielfältig. Man lernt vieles über Lebensmittel im Allgemeinen. Es ist viel Technik steckt dahinter. Und jeden Tag immer was Neues, ne? Das kann ich nach meinem ersten Eindruck jedenfalls nur unterschreiben.